So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 1, diesem wunderschönen Spiel. Und ja, das ist auch alles, was besonders ist an dem Spiel. Das ist weit genug. Gehen Sie zur Seite, so, Ich wir habe was passen uns Wichtiges mal zu der erledigen. Stimmung an. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Nein. Sie müssen nur wissen, dass ich wichtiger bin als Sie. Sie wollen Ärger machen, Ma'am. Sie dürfen den Raumhafen erst betreten, wenn Ihre Identität bestätigt wurde. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Oh, lol. Zurück mit Ihnen. Ganz ruhig und langsam. Tja. Ruhig bleiben, Leute. Ich will keinen Kampf anfangen. Zu Befehl, Commander. Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen. Tja, das habt ihr. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Ja, tun wir. Ich bin sicher, dass Parasini-San all ihre Fragen beantwortet. Ja, Parmesan-Käse. Er wird all unsere Fragen beantworten. Das ist ja wieder Winter bei uns zu Hause. Genau. Wahrscheinlich ist das so ein Schneemann und heißt Parmesan. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Ah, okay. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Danke fürs Durchschleusen. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ich hörte hier, während Gav geht. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Helferin ist hier? Ich muss mit ihr reden. Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Dann muss ich auch dorthin. Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben links neben dem Fahrstuhl. Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Das klingt verdächtig. Führen diese möglicherweise illegale Forschungen durch? Dieser Planet untersteht nicht der Gerichtsbarkeit der Zitadelle. Hier ist Gesetz, was die Direktoren sagen. Wissen Sie, wie wertvoll dieser Planet ist? Wie viele Neuerungen in der Genetik und künstlichen Intelligenz hier begonnen haben? Verstanden. Toll. Können wir jetzt reingehen? Und wie viele Kommen Sie zu mir ins Leute ihr bestimmt schon gewastet habt. Commander, vielleicht sollten wir Liara sagen, dass ihre Mutter hier ist. Oder sie mitnehmen. Das könnte Benesia überraschen. Nee, lass mal stecken. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. So, wer ist denn das? Geschäftsfrau? Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Was ist das? Händler Opol. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. Ich will einkaufen. Sicher, wie Sie meinen. Das ist ein Geschäft, nicht wahr? Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. Mann, sieht der komisch aus. Das ist alles so teuer. Was ist das?
Lizenz. Was war das für eine Lizenz? Naja, egal. Die ist schon mal nicht besser. Das hier, mehr Damage. Kühlkörperkapazität. Was heißt denn das? Heißt das hier Cooldown? Oh. Wir haben Upgrades. Cool. Waffenwirkung, Giftschaden. Schaden. Abkühlreduzierung. Hitzeabsorption. Nee. Da wollen wir Plus. So, mal schauen, ob das jetzt gut ist. Das können wir auch modifizieren. Tatsächlich. Waffenwirkung. Und hier nehmen wir mal Präzision. So, und für das Team Giftschaden von mir aus. Waffenstabilität. Garus. Waffenwirkung. Stabilität, so. Shotgun ist halt besser, aber... So. Squad. Ah, wir haben noch Punkte. Wo packen wir die rein? Lässt tote Squad-Mitglieder mit 40% Gesundheit und 75 Schildkraft hier aufstehen. Cool. Können wir nicht trainieren. Gut. Oh, wir haben 0 Punkte. Die hat 4. Zack. Erste Hilfe freigeschaltet. Meisterhafte Erste Hilfe. Regeneriert 180 Gesundheit für alle verwundeten Squad-Mitglieder. Cool. So. Tagebuch. Nach Gipfel 15, oder? Gianna hat ihnen gesagt, dass sie mit Administrator Anulis sprechen müssen, wenn sie den Hans-Han-Raumhafen verlassen wollen. Sein Büro ist auf der nächsten Ebene. Links hat sie gemeint, ja. Safe-Sicherheit. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Also ist es hier? Hier müsste es sein. Und wieder Wie die. Kann ich Ihnen helfen? Wo ist Anulis? Ich möchte mit Anulis reden. Einen Moment bitte. Mr. Anulis? Ja, was? Was? Ach, die wurde geklont. Wie traurig. Gut, okay, kommen Sie rein. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. Wo ist da eigentlich Platz für ein Gehirn bei dem? So, Sie haben meine Akte gelesen.
Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Nicht etwas zu riskant. Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Sicherheitsprotokolle haben? Das ist lächerlich. Denken Sie, eine auf Profit besonnene Firma würde in Bezug auf Verluste keine Vorkehrungen treffen? Hier haben die Projektleiter das Sagen, keine wichtigtuerischen Politiker. Und versuchen, Saren... Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Kameraden, Alter. Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Untersuchen, Matrischan Benesia. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Ich muss sie sehen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Dann fahren wir. Haben Sie Wege gesagt? Unpassierbar, sagte ich. Die Straßen sind nicht zum Reisen geeignet. Machen Sie es nicht schwerer, als es ist, Shepard. Vergessen Sie ihn, Commander. Wenn er uns nicht helfen will, suchen wir uns jemand anderen. Auf Wiedersehen. Themawechsel. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Okay, auf Wiedersehen. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Mein Gott, ey. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit... Was willst du mit dem ganzen Geld machen, Alter? Gieriger Bürokrat, ne? Mr. Anulais ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen... Blabla. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Das sehe ich. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anulais. Wir reden später weiter. In Ordnung. Hotelbar. Stellt euch vor, wir hätten eine Minimap. Das Spiel wäre so geil. Ich würde jede Nebenquest machen. Aber naja. Was ist das? Garage. Oh, da müssen wir. Wir müssen dahin. Einmal zurück. Sind wir hier richtig? Ja, wir sind... Zielort ist dort. What? Andockbucht. Da wollen wir hin. Sorry, da bin ich gerade mit der Map nicht klar geworden. Wir waren gerade eben... Hier, ja. Oder so, ach, keine Ahnung. Das kann nicht sein, dass er nach 2 Metern erschöpft ist. So wie der aussieht, müsste der eigentlich 3 Stunden lang rennen können, Alter. Und das auf Diät. Obwohl das ja normal, ne? Dass man eine Diät macht, wenn man mehr rennen will, oder? Sonst kotzt du das ja alles irgendwann aus. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Jawohl. Der Mann an der Hotelbar. Das gilt natürlich nur für Profi-Renner. Sein Name ist Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Sind wir uns schon begegnet? Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind.
Witzbold. Darum sind Sie ja auch Lol. Für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken.